Dies ist die Geschichte des jüdischen Volkes. Sie beginnt vor mehr als 3000 Jahren. Es ist die Geschichte von einem Volk und der Idee von dem einen Gott. Dem Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Eine Geschichte von Glanz und Elend, von Verfolgung und Hoffnung. Bis zum heutigen Tag. Wie ist es den Juden gelungen, über Jahrtausende ihre Identität zu wahren? Um 500 vor Christus kehren die Juden aus dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem. Richtschnur ihres Handelns und Grundlage ihres Glaubens ist die Tora. Bis heute das heilige Buch ihrer Lehre und ihrer Gesetze. Mit der Eroberung Judäas durch Alexander den Großen im Jahre 332 vor Christus endet diese Epoche. Von nun an prägt griechischer Geschmack die jüdische Kultur. Und der Jerusalemer Tempel wird dem Gott Zeus geweiht. Die Besatzer verbieten das Lesen der Tora und die Beschneidung der männlichen Säuglinge. Das Volk soll jetzt nur griechische Götter anbeten. Nicht alle beugen sich diesen Anweisungen. Der jüdische Priester Mattathias beschwört in seinem Heimatdorf Modiin die Einwohner: Der Himmel bewahre uns davor, das Gesetz und seine Vorschriften zu verlassen. Vor den Augen seines Sohnes tötet Mattathias einen der Oberbefehlshaber und flieht mit seiner Familie in die Berge. Schon bald scharen sich andere Rebellen um ihn. Über Jahrzehnte kämpfen sie gegen die Rebellen. Im Tod des Vaters übernimmt Judas die Führung der Rebellen. Ihm gelingt der kriegerische Durchbruch. Judas Makkabäus zieht mit seinen Gefolgsleuten in Jerusalem ein. Er erobert den Tempelberg zurück und verjagt die Juden, die den griechischen Göttern huldigen. Sie zerstören die Zeus-Statue und weihen den Tempel erneut dem Gott der Juden. Der Legende nach findet Judas nur ein kleines Gefäß mit rituellem Öl im Tempel. Mit diesem wenigen Öl soll die Flamme der Menorah des siebenarmigen Tempelleuchters 8 Tage gebrannt haben. Diese Legende feiern die Juden bis heute mit dem Chanukka-Fest. An 8 aufeinanderfolgenden Tagen werden Lichter in einen speziellen Leuchter gestellt. Jeden Abend ein weiteres. Seit 1995, 50 Jahre nach dem Holocaust, feiern die Juden vor der Alten Oper in Frankfurt wieder öffentlich Chanukka. Ein Fest, über das in der Bibel berichtet wird: Sie setzten durch eine öffentliche Entschließung und Abstimmung fest, dass das ganze jüdische Volk jedes Jahr diese Tage festlich zu begehen habe. Das Fest der Tempelweihe verbindet die Juden untereinander und mit ihren Vorfahren. Es erinnert sie an den heldenhaften Widerstand gegen die griechischen Besatzer. Hundert Jahre herrschen die Nachkommen Judas nun über einen unabhängigen Staat. Bis die Römer kommen. 66 vor Christus erobert General Gnaeus Pompeius Magnus Kleinasien. Juda wird nun Teil der römischen Provinz Syrien und heißt von da an Judäa. Jetzt bestimmt die Weltmacht Rom über das Schicksal des jüdischen Volkes.
Die Römer wählen als ihren Vasallen einen Mann, der vom jüdischen Volk verachtet und wegen seiner Skrupellosigkeit gefürchtet wird. Herodes der Große. Der römische Senat erklärt ihn zum König über Judäa. Solange Herodes die Interessen Roms vertritt, kann er sich seiner Unterstützung sicher sein. Der König sichert seine Machtposition mit Charme und diplomatischem Geschick. Am Mittelmeer lässt er eine gigantische Hafenstadt errichten. Sie übertrifft in Größe und Prunk selbst Jerusalem. Den römischen Kaisern zu Ehren nennt er sie Caesarea Maritima. Herodes hat dafür die besten Ingenieure verpflichtet. In nichts soll die Stadt den römischen Vorbildern nachstehen. Es wird die größte Hafenanlage im östlichen Mittelmeerraum. Sie bietet Platz für eine komplette römische Legion. Caesarea wird Anlaufpunkt für Handelsschiffe aus aller Welt. Die steuerfreie Zone lockt reiche Interessenten. Luxuriöse Villen prägen das Stadtbild. Theater, öffentliche Bäder und Tempel sollen Besucher und Untertanen beeindrucken. Auch Jerusalem trägt die Handschrift Herodes. Bis heute finden sich Reste imposanter Bauten. Vor einigen Jahrzehnten haben Archäologen das herodianische Villenviertel freigelegt. Ein Refugium der Reichen. Mit Bädern, Fußbodenheizung und aufwendig bemalten Wänden. Herodes Prachtbauten beeindrucken die Mehrheit des Volkes jedoch nicht. Für sie ist er ein Emporkömmling und Lakai der Römer. Ein weiteres gigantisches Bauprojekt soll seine Kritiker verstummen lassen, besonders die gläubigen Juden. Ein neuer Tempel soll selbst den Tempel Salomos in den Schatten stellen. Im Innenhof ist Platz für gewaltige Pilgerströme. Mit diesem Prachtbau will Herodes in die Geschichte eingehen. Er hat Erfolg. Herodes gelingt es, die unterschiedlichen religiösen Splittergruppen zu einem. Das ändert sich mit seinem Tod. Rom teilt den Staat auf und provoziert damit alte Konflikte. Wieder streiten religiöse Parteien um die Vorherrschaft. Am Tempel, dem heiligsten Ort der Stadt, prallen die Gegensätze aufeinander. Der Unruhen müde hoffen viele auf einen von Gott gesendeten Erlöser. Ein Messias, der die Fremdherrschaft beenden und endlich ewigen Frieden bringen soll. Kritik wird laut, sowohl an den römischen Besatzern als auch an der dekadenten jüdischen Oberschicht. Vor allem das Treiben vor dem Tempel ist für gläubige Juden eine Beleidigung Gottes. In dem Prediger Jesus sehen seine Anhänger den lang ersehnten Messias. Für die Römer ist er nichts weiter als ein Aufrührer. Sie verurteilen ihn zum Tod am Kreuz. Niemand ahnt, dass sein Tod die Geburtsstunde einer neuen Weltreligion ist. Eng verknüpft mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Die Kreuzigung ist eine übliche Hinrichtungsmethode der Römer. Doch die frühen Christen machen nicht die Römer für den Tod von Jesus verantwortlich, sondern das jüdische Volk.
Der Jünger Judas Iskariot soll Jesus verraten haben. Er wird zur gemeinen Karikatur alles Jüdischen schlechthin. Bis in die Gegenwart dient dieses Zerrbild mitunter zur Begründung für Judenfeindschaft. Dass Jesus selbst Jude war, wird dabei ausgeklammert. Wenige Jahrzehnte später übernehmen die Zeloten in Jerusalem die Macht. Sie sind eine radikale religiöse Gruppe, die das Land von den Römern befreien will. Flüchtlinge aus der ganzen Region haben sich in der Stadt versammelt. Seit 2 Jahren wird Jerusalem von römischen Legionen belagert. Nur Totengräber dürfen Jerusalem verlassen. Um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern, werden die Verstorbenen vor den Toren der Stadt begraben. Diesmal transportieren sie eine besondere Last. Die Träger behaupten, der weise Rabbiner Johanan ben Zakkai sei verstorben. Kaum jemand glaubt noch an den Sieg der jüdischen Rebellen. Die Römer sind in der Übermacht. Eine jüdische Legende berichtet vom Fortgang der Geschichte. So geschieht es, dass Johanan ben Zakkai aus Jerusalem entkommt, als Lebender in einem Sarg aus Holz. Der Rabbiner will aber nicht nur sein Leben retten. Weit entfernt von Jerusalem in Javne will er ein neues religiöses Zentrum errichten. Der Geist des Judentums soll dort eine sichere Heimat bekommen. Jerusalem ist verloren. Die Römer erobern die Stadt. Der jüdische Chronist Flavius Josephus schreibt: Der Tempelberg schien von Grund auf zu glühen, da er rings in Feuer gehüllt war, aber auch noch voller als die Flammenbäche schienen die Blutströme zu fließen. Die Westmauer, die weltberühmte Klagemauer, stützte das Tempelplateau. Eine jüdische Legende erzählt, dass Engel sie mit ihren Flügeln vor der Zerstörung bewahrten. Sie ist Ziel von Pilgern aus aller Welt. Sie stecken Zettel mit ihren Wünschen und Gebeten in die Wand. Die Symbolkraft und die Verbindung des Judentums von heute mit dem Judentum aus antiker Zeit, dafür ist ein bisschen diese Westmauer auch ein Verbindungsglied zwischen dem alten jüdischen Staat, dem neuen jüdischen Staat, der Diaspora weltweit. Und meines Erachtens kann diese Westmauer keinen Juden auf der Welt so ganz kalt lassen, egal wie unfromm oder wie säkular es sich gibt. Jeder, der einmal dort gewesen ist oder vor dieser Westmauer steht, fängt dann doch an, ein kleines Gebet zu sprechen und vielleicht sogar auch einen Zettel in die Mauer zu stecken. Als Jerusalem brennt, ist Johanan ben Zakkai bereits in Javne angekommen. Der Rabbiner bewahrt nicht nur das Judentum, er reformiert es auch. Anstelle der bisher üblichen Tieropfer treten das Studium der Tora und das gemeinsame Gebet. Viele Juden sind nach Gamla geflohen. Hier in den Golanhöhen fanden Archäologen eine der frühesten Synagogen Israels. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels werden die Synagogen zum Ort für das verpflichtende Gebet zu festen Tageszeiten. Die Form der Halle, die mehrstufigen Bankreihen und die Säulenstruktur sind typisch für die Synagogen jener Zeit. Sie sind stets nach Jerusalem, der heiligen Stadt, ausgerichtet.
Noch heute ist das gemeinsame Gebet von großer Bedeutung. Für einen Gottesdienst müssen mindestens 10 Gläubige anwesend sein. Nur dann ist die Gegenwart Gottes, die Shechinah, gewährleistet. Jeder Ort kann Synagoge sein, wenn sich Juden dort zum Gebet mit der Tora einfinden. Die verfolgten Juden suchen nach Zufluchtsstätten. Nach dem Fall des Jerusalemer Tempels flüchten sie bis an den Rand der Wüste, ans Tote Meer. Auf einem gewaltigen Felsplateau hat Herodes der Große einst die Festung Masada errichtet. Lange Zeit galt sie als uneinnehmbar. Schon während der Belagerung Jerusalems verschanzten sich jüdische Rebellen auf dem Berg, ihrem letzten Zufluchtsort. Jetzt schickt Rom 8000 Legionäre nach Masada. Die Grundrisse der Lager sind heute noch zu erkennen. Was in Masada geschah, erforscht der Jerusalemer Archäologe Guy Stiebel. Eine seiner wichtigsten historischen Quellen ist der Chronist Flavius Josephus. Die Juden waren hier, nachdem sie 7 oder 8 Jahre lang in Judäa gekämpft hatten. Sie wussten, was in Jerusalem passiert war, in Jotapata, Gamla oder in anderen Orten. Sie konnten also nicht optimistisch sein. Wenn man das begreift, kann man leichter verstehen, warum sie über Selbstmord nachdachten. Ob er nun stattfand oder nicht, darüber wird noch immer gestritten. Aber man kann die Stimmung nachvollziehen, die Art zu denken. Drei Jahre trotzten die Eingeschlossenen der Belagerung. Sie sehen die Römer. Sie hören sogar ihre Stimmen. Die Legionäre zwingen jüdische Gefangene, eine gewaltige Rampe zu bauen. Sie rollen darauf einen Rammbock nach oben und attackieren die Festungsmauer. Archäologische Funde stützen diesen Teil der Schilderung des Josephus. Doch das Ende des Dramas ist ungeklärt. In der Chronik heißt es, dass die Rebellen 11 Männer auslosten. Die töteten fast 1000 ihrer Glaubensgenossen und brachten sich dann selbst um. Was davon ist wahr? Was ist Legende? Bisher bargen Archäologen erst 32 menschliche Skelette. In der Jerusalemer Universität wird ein Großteil der Funde gelagert. Darunter auch 700 Ostraka, beschriftete Tonscherben. 11 von ihnen tragen Namen. Sind das die Lose, von denen Flavius Josephus berichtet? Tatsächlich steht auf einer Scherbe der Name Ben Jair. So hieß der Anführer der Rebellen. Was auch immer geschehen ist, Masada ist ein Symbol für den Durchhaltewillen der Juden. 135 nach Christus schlägt Kaiser Hadrian den letzten Aufstand der Juden nieder. Judäa wird in Syria-Palästina umbenannt. Juden dürfen hier nicht mehr siedeln. Viele Menschen flüchten in bereits bestehende Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus. Der römische Historiker Strabon schreibt: Die letzten sind schon fast in jeder Stadt des Erdkreises verbreitet. Und man kann nicht leicht einen Ort in der Welt finden, der dieses Volk nicht beherbergte. Einige Juden aber bleiben im nördlichen Palästina, nahe ihrer heiligen Stadt. Beit She'arim in Galiläa wird zum geistigen Anziehungspunkt der Region. Vielleicht stand hier auch die berühmte Yeshiva, die Akademie des Rabbiners Judah Hanasi. Musik
Gelehrte und Schüler kommen in seinen Unterricht, um die Tora und die mündlichen Überlieferungen zu studieren. Anfang des 3. Jahrhunderts trifft Abba ben Avihu in Bet She'arim ein. Er stammt aus einer bedeutenden Familie in Babylon. Seine Ahnen lassen sich bis auf König David zurückführen. Juda Hanasi wird sein Lehrer. Die Zeit naht, in der ein Mensch nach einer Unterweisung in der Tora suchen und sie nicht finden wird, in der er nach den Lehren der Schriftgelehrten suchen und sie nicht finden wird. Viele Antworten auf Fragen des täglichen Lebens sind bis dahin nur mündlich überliefert. Mit seinen Schülern beginnt Juda Hanasi nun, die Mishnah niederzuschreiben. Sie fasst alle Richtlinien und Lehren zusammen für ein Leben im Geist der Tora. Die Mishnah hilft, die Gesetze der Tora im Alltag zu leben. So etwa die Speisegesetze, die Kaschrut. Sie schreibt vor, was gegessen werden darf und was nicht. Gläubige Juden unterscheiden zwischen koscher, also rein, und trefa, unrein. Das gilt für die Speisen und für ihre Zubereitung. Eines von vielen Geboten der Tora lautet: Du darfst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das heißt, Milch und Fleisch werden nicht zusammengekocht. Außerdem ist nur Fisch, Geflügel oder das Fleisch von Wiederkäuern und Huftieren erlaubt. Schweine gelten als rituell unreine Tiere. Nach dem Verlust Jerusalems und des Tempels bekommen die Tora und die Mishnah zentrale religiöse Bedeutung. Die Juden sind jetzt eine Nation ohne Land, aber die Schriften sichern ihren Zusammenhalt. Von einem Volk des Tempels werden sie zu einem Volk der Schrift. Abba ben Avihu wird zum Rabbiner berufen und darf jetzt in rituellen Fragen entscheiden und zivile Urteile fällen. Er kehrt nach Babylonien zurück. Dort will er den Juden das neue Wissen vermitteln. Jüdische Gemeinden gibt es hier schon seit 700 Jahren. Abba reist in die jüdischen Zentren am Euphrat, Pumbedita, Nehardea und Zura im heutigen Irak. In Zura gründet der Gelehrte eine Akademie. Sie wird das kleine Heiligtum genannt. Abba verbreitet die Gesetze und Regeln aus Eretz Yisrael, dem Land Israel. Man nennt ihn Rav, Lehrer der gesamten Diaspora, der ganzen jüdischen Welt. Seine Autorität ist weithin anerkannt. Gemeinsam mit anderen Gelehrten beginnt Abba ein gewaltiges Werk, das die jüdische Religion bis in die Gegenwart prägt. Den babylonischen Talmud. In seiner heutigen Form umfasst er 6000 Seiten und behandelt Fragen aus allen Lebensbereichen. Er besteht aus der Mishnah und Kommentaren von nahezu 3000 Rabbinern. Eine Seite gleicht dem Querschnitt eines Baumstamms. In der Mitte steht die Mishnah, um sie herum wie Jahresringe die Kommentare aus 7 Jahrhunderten. Wende es immer von Neuem, denn alles ist darin enthalten. So steht es im Talmud. In der Fremde ist er für die Juden eine Art tragbares Vaterland. Ob in New York, Jerusalem oder wie hier in Frankfurt, studieren und diskutieren Schüler und Lehrer an den Talmudschulen, wie muss man ein bestimmtes Gebot der Tora verstehen, wie in der Praxis umsetzen, was sagt der eine Rabbiner, was schreibt der andere. Der Talmud sichert die religiösen Gesetze, ermöglicht aber auch ihre Weiterentwicklung und hält damit die Lehre lebendig.
Der jüdische Hang zur Diskussion liegt im Talmud begründet. Er birgt eine Streitkultur, die sehr stark ist. Er erkennt, es gibt nicht die eine Wahrheit und wir wissen nicht genau, was Gott von uns erwartet. Deshalb ist es wichtig, darüber zu diskutieren, was Gott von uns verlangt. Verschiedene Positionen können gleichwertig sein. Der Talmud folgt ihren Argumenten, als wären sie gleichwertig. Und auch wenn am Ende des Talmud manchmal Entscheidungen gefällt werden, sind die Argumente, mit denen der Talmud beginnt, sehr oft dieselben wie die, mit denen er endet. Nur, dass wir jetzt verstehen, warum jede Meinung eine gute Meinung ist. Wie die Torah und die Mishnah fördert der Talmud den Zusammenhalt des verstreuten Volkes. Ende des 6. Jahrhunderts betritt eine neue religiöse Macht die Bühne der Weltgeschichte, der Islam. Stifter der neuen Religion ist der arabische Händler Mohammed. Die göttlichen Offenbarungen an ihn werden im Koran zusammengefasst. Nach dem Tod Mohammeds erobern seine Nachfolger die arabische Halbinsel. Bald erstreckt sich das Islamische Reich bis nach Nordafrika. Die Juden leben zum ersten Mal seit dem Fall des Tempels wieder in einem einheitlichen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen System. Sie dürfen sich im Land frei bewegen und sogar ihre Religion praktizieren, solange sie sich an die Gesetze halten. Für die muslimischen Herrscher sind sie ein Volk der Schrift und dadurch Dhimmis, geschützte Personen. So will es der Koran. Wer einen Dhimmi verletzt, hat mich verletzt. Und wer mich verletzt, hat Allah verletzt. Doch wirklich gleichgestellt sind die Juden nicht. Sie dürfen keine Pferde oder Kamele reiten und keine Waffen tragen. Und wenn sie einem Muslimen begegnen, müssen sie ihn ehrerbietig grüßen. Bald schon gehören auch weite Teile der Iberischen Halbinsel zum Islamischen Reich. Für die dort lebenden Juden beginnt damit eine neue Epoche mit neuen Herausforderungen. Am Mittelmeer lässt er eine gigantische Hafenstadt errichten. Sie übertrifft in Größe und Prunk selbst Jerusalem. Den römischen Kaisern zu Ehren nennt er sie Caesarea Maritima. Herodes hat dafür die besten Ingenieure verpflichtet. In nichts soll die Stadt den römischen Vorbildern nachstehen. Es wird die größte Hafenanlage im östlichen Mittelmeerraum. Sie bietet Platz für eine komplette römische Legion. Caesarea wird Anlaufpunkt für Handelsschiffe aus aller Welt. Die steuerfreie Zone lockt reiche Interessenten. Luxuriöse Villen prägen das Stadtbild. Theater, öffentliche Bäder und Tempel sollen Besucher und Untertanen beeindrucken. Auch Jerusalem trägt die Handschrift Herodes. Bis heute finden sich Reste imposanter Bauten.
Vor einigen Jahrzehnten haben Archäologen das herodianische Villenviertel freigelegt. Ein Refugium der Reichen. Mit Bädern, Fußbodenheizung und aufwendig bemalten Wänden. Herodes Prachtbauten beeindrucken die Mehrheit des Volkes jedoch nicht. Für sie ist er ein Emporkömmling und Lakai der Römer. Ein weiteres gigantisches Bauprojekt soll seine Kritiker verstummen lassen, besonders die gläubigen Juden. Ein neuer Tempel soll selbst den Tempel Salomos in den Schatten stellen. Im Innenhof ist Platz für gewaltige Pilgerströme. Mit diesem Prachtbau will Herodes in die Geschichte eingehen. Er hat Erfolg. Herodes gelingt es, die unterschiedlichen religiösen Splittergruppen zu einen. Das ändert sich mit seinem Tod. Rom teilt den Staat auf und provoziert damit alte Konflikte. Wieder streiten religiöse Parteien um die Vorherrschaft. Am Tempel, dem heiligsten Ort der Stadt, prallen die Gegensätze aufeinander. Er will aber nicht nur sein Leben retten. Weit entfernt von Jerusalem, in Javne, will er ein neues religiöses Zentrum errichten. Der Geist des Judentums soll dort eine sichere Heimat bekommen. Jerusalem ist verloren. Die Römer erobern die Stadt. Der jüdische Chronist Flavius Josephus schreibt: Der Tempelberg schien von Grund auf zu glühen, da er rings in Feuer gehüllt war, aber auch noch voller als die Flammenbäche schienen die Blutströme zu fließen. Die Westmauer, die weltberühmte Klagemauer, stützte das Tempelplateau. Eine jüdische Legende erzählt, dass Engel sie mit ihren Flügeln vor der Zerstörung bewahrten. Sie ist Ziel von Pilgern aus aller Welt. Sie stecken Zettel mit ihren Wünschen und Gebeten in die Wand. Die Symbolkraft und die Verbindung des Judentums von heute mit dem Judentum aus antiker Zeit, dafür ist ein bisschen diese Westmauer auch ein Verbindungsglied zwischen dem alten jüdischen Staat, dem neuen jüdischen Staat, der Diaspora weltweit. Und meines Erachtens kann diese Westmauer keinen Juden auf der Welt so ganz kalt lassen, egal wie unfromm oder wie säkular es sich gibt. Jeder, der einmal dort gewesen ist oder vor dieser Westmauer steht, fängt dann doch an, ein kleines Gebet zu sprechen und vielleicht sogar auch einen Zettel in die Mauer zu stecken. Als Jerusalem brennt, ist Johanan ben Zakkai bereits in Javne angekommen. Der Rabbiner bewahrt nicht nur das Judentum, er reformiert es auch. Anstelle der bisher üblichen Tieropfer treten das Studium der Tora und das gemeinsame Gebet. Viele Juden sind nach Gamla geflohen. Hier in den Golanhöhen fanden Archäologen eine der frühesten Synagogen Israels. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels werden die Synagogen zum Ort für das verpflichtende Gebet zu festen Tageszeiten. Die Form der Halle, die mehrstufigen Bankreihen und die Säulenstruktur sind typisch für die Synagogen jener Zeit. Sie sind stets nach Jerusalem, der heiligen Stadt, ausgerichtet. Noch heute ist das gemeinsame Der römische Historiker Strabon schreibt: Die letzten sind schon fast in jeder Stadt des Erdkreises verbreitet. Und man kann nicht leicht einen Ort in der Welt finden, der dieses Volk nicht beherbergte. Einige Juden aber bleiben im nördlichen Palästina, nahe ihrer heiligen Stadt.
Beit She'arim in Galiläa wird zum geistigen Anziehungspunkt der Region. Vielleicht stand hier auch die berühmte Yeshiva, die Akademie des Rabbiners Judah Hanasi. Gelehrte und Schüler kommen in seinen Unterricht, um die Torah und die mündlichen Überlieferungen zu studieren. Anfang des 3. Jahrhunderts trifft Abba ben Avihu in Beit She'arim ein. Er stammt aus einer bedeutenden Familie in Babylon. Seine Ahnen lassen sich bis auf König David zurückführen. Judah Hanasi wird sein Lehrer. Die Zeit naht, in der ein Mensch nach einer Unterweisung in der Tora suchen und sie nicht finden wird, in der er nach den Lehren der Schriftgelehrten suchen und sie nicht finden wird. Viele Antworten auf Fragen des täglichen Lebens sind bis dahin nur mündlich überliefert. Mit seinen Schülern beginnt Judah Hanasi nun, die Mishnah niederzuschreiben. Sie fasst alle Richtlinien und Lehren zusammen für ein Leben im Geist der Tora. Die Mishnah hilft, die Gesetze der Tora im Alltag zu leben. So etwa die Speisegesetze, die Kaschrut. Sie schreibt vor, was gegessen werden darf und was nicht. Gläubige Juden unterscheiden zwischen koscher, also rein, und trefa, unrein. Das gilt für die Speisen und für ihre Zubereitung. Eines von vielen Geboten der Tora lautet: Du darfst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das heißt, Milch und Fleisch werden nicht zusammengekocht. Außerdem ist nur Fisch, Geflügel oder das Fleisch von Wiederkäuern und Huftieren erlaubt. Schweine gelten als rituell unreine Tiere. Nach dem Verlust Jerusalems und des Tempels bekommen die Tora und die Mishnah zentrale religiöse Bedeutung. Die Juden sind jetzt eine Nation ohne Land, aber die Schriften sichern ihren Zusammenhalt. Von einem Volk des Tempels werden sie zu einem Volk der Schrift genannt. Abba verbreitet die Gesetze und Regeln aus Eretz Yisrael, dem Land Israel. Man nennt ihn Rav, Lehrer der gesamten Diaspora, der ganzen jüdischen Welt. Seine Autorität ist weithin anerkannt. Gemeinsam mit anderen Gelehrten beginnt Abba ein gewaltiges Werk, das die jüdische Religion bis in die Gegenwart prägt. Den babylonischen Talmud. In seiner heutigen Form umfasst er 6000 Seiten und behandelt Fragen aus allen Lebensbereichen. Er besteht aus der Mishnah und Kommentaren von nahezu 3000 Rabbinern. Eine Seite gleicht dem Querschnitt eines Baumstamms. In der Mitte steht die Mishnah, um sie herum wie Jahresringe die Kommentare aus 7 Jahrhunderten. Wende es immer von Neuem, denn alles ist darin enthalten. So steht es im Talmud. In der Fremde ist er für die Juden eine Art tragbares Vaterland. Ob in New York, Jerusalem oder wie hier in Frankfurt, studieren und diskutieren Schüler und Lehrer an den Talmudschulen, wie muss man ein bestimmtes Gebot der Tora verstehen, wie in der Praxis umsetzen, was sagt der eine Rabbiner, was schreibt der andere. Der Talmud sichert die religiösen Gesetze, ermöglicht aber auch ihre Weiterentwicklung und hält damit die Lehre lebendig. Der jüdische Hang zur Diskussion liegt im Talmud begründet. Er birgt eine Streitkultur, die sehr stark ist. Er erkennt, es gibt nicht die eine Wahrheit und wir wissen nicht genau, was Gott von uns erwartet. Deshalb ist es wichtig, darüber zu diskutieren, was Gott von uns verlangt.
Verschiedene Positionen können gleichwertig sein. Der Talmud folgt ihren Argumenten, als wären sie gleichwertig. Und auch wenn am Ende des Talmud manchmal Entscheidungen gefällt werden, sind die Argumente, mit denen der Talmud beginnt, sehr oft dieselben wie die, mit denen er endet. Nur, dass wir jetzt verstehen, warum jede Meinung eine gute Meinung ist. Wie die Tora und die Mishnah fördert der Talmud den Zusammenhalt des verstreuten Volkes. Ende des 6. Jahrhunderts betritt eine neue religiöse Macht die Bühne der Weltgeschichte, der Islam. Ein weiteres gigantisches Bauprojekt soll seine Kritiker verstummen lassen, besonders die gläubigen Juden. Ein neuer Tempel soll selbst den Tempel Salomos in den Schatten stellen. Im Innenhof ist Platz für gewaltige Pilgerströme. Mit diesem Prachtbau will Herodes in die Geschichte eingehen. Er hat Erfolg. Herodes gelingt es, die unterschiedlichen religiösen Splittergruppen zu einen. Das ändert sich mit seinem Tod. Rom teilt den Staat auf und provoziert damit alte Konflikte. Wieder streiten religiöse Parteien um die Vorherrschaft. Am Tempel, dem heiligsten Ort der Stadt, prallen die Gegensätze aufeinander. Der Unruhen müde hoffen viele auf einen von Gott gesendeten Erlöser. Ein Messias, der die Fremdherrschaft beenden und endlich ewigen Frieden bringen soll. Kritik wird laut, sowohl an den römischen Besatzern als auch an der dekadenten jüdischen Oberschicht. Vor allem das Treiben vor dem Tempel ist für gläubige Juden eine Beleidigung Gottes. In dem Prediger Jesus sehen seine Anhänger den lang ersehnten Messias. Für die Römer ist er nichts weiter als ein Aufrührer. Sie verurteilen ihn zum Tod am Kreuz. Niemand ahnt, dass sein Tod die Geburtsstunde einer neuen Weltreligion ist. Eng verknüpft mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Die Kreuzigung ist eine übliche Hinrichtungsmethode der Römer. Doch die frühen Christen machen nicht die Römer für den Tod von Jesus verantwortlich, sondern das jüdische Volk. Der Jünger Judas Iskariot soll Jesus verraten haben. Er wird zur gemeinen Karikatur alles Jüdischen schlechthin. Bis in die Gegenwart dient dieses Zerrbild mitunter zur Begründung für Judenfeindschaft. Dass Jesus selbst Jude war, wird dabei ausgeklammert. Wenige Jahrzehnte später übernehmen die Zeloten in Jerusalem die Macht. Sie ist Ziel von Pilgern aus aller Welt. Sie stecken Zettel mit ihren Wünschen und Gebeten in die Wand. Die Symbolkraft und die Verbindung des Judentums von heute mit dem Judentum aus antiker Zeit, dafür ist ein bisschen diese Westmauer auch ein Verbindungsglied zwischen dem alten jüdischen Staat, dem neuen jüdischen Staat, der Diaspora weltweit. Und meines Erachtens kann diese Westmauer keinen Juden auf der Welt so ganz kalt lassen, egal wie unfromm oder wie säkular es sich gibt. Jeder, der einmal dort gewesen ist oder vor dieser Westmauer steht, fängt dann doch an, ein kleines Gebet zu sprechen und vielleicht sogar auch einen Zettel in die Mauer zu stecken. Als Jerusalem brennt, ist Johanan ben Zakkai bereits in Javne angekommen. Der Rabbiner bewahrt nicht nur das Judentum, er reformiert es auch. Anstelle der bisher üblichen Tieropfer treten das Studium der Tora und das gemeinsame Gebet. Viele Juden sind nach Gamla geflohen.
Hier in den Golanhöhen fanden Archäologen eine der frühesten Synagogen Israels. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels werden die Synagogen zum Ort für das verpflichtende Gebet zu festen Tageszeiten. Die Form der Halle, die mehrstufigen Bankreihen und die Säulenstruktur sind typisch für die Synagogen jener Zeit. Sie sind stets nach Jerusalem, der heiligen Stadt, ausgerichtet. Noch heute ist das gemeinsame Gebet von großer Bedeutung. Für einen Gottesdienst müssen mindestens 10 Gläubige anwesend sein. Nur dann ist die Gegenwart Gottes, die Shechinah, gewährleistet. Jeder Ort kann Synagoge sein, wenn sich Juden dort zum Gebet mit der Tora einfinden. Die verfolgten Juden suchen nach Zufluchtsstätten. Nach dem Fall des Jerusalemer Tempels flüchten sie bis an den Rand der Wüste, ans Tote Meer. Auf einem gewaltigen Felsplateau hat Herodes der Große einst die Festung Masada errichtet. Sie wird das kleine Heiligtum genannt. Abba verbreitet die Gesetze und Regeln aus Eretz Yisrael, dem Land Israel. Man nennt ihn Rav, Lehrer der gesamten Diaspora, der ganzen jüdischen Welt. Seine Autorität ist weithin anerkannt. Gemeinsam mit anderen Gelehrten beginnt Abba ein gewaltiges Werk, das die jüdische Religion bis in die Gegenwart prägt. Den babylonischen Talmud. In seiner heutigen Form umfasst er 6000 Seiten und behandelt Fragen aus allen Lebensbereichen. Er besteht aus der Mishnah und Kommentaren von nahezu 3000 Rabbinern. Eine Seite gleicht dem Querschnitt eines Baumstamms. In der Mitte steht die Mishnah, um sie herum wie Jahresringe die Kommentare aus 7 Jahrhunderten. Wende es immer von Neuem, denn alles ist darin enthalten. So steht es im Talmud. In der Fremde ist er für die Juden eine Art tragbares Vaterland. Ob in New York, Jerusalem oder wie hier in Frankfurt, studieren und diskutieren Schüler und Lehrer an den Talmudschulen, wie muss man ein bestimmtes Gebot der Tora verstehen, wie in der Praxis umsetzen, was sagt der eine Rabbiner, was schreibt der andere. Der Talmud sichert die religiösen Gesetze, ermöglicht aber auch ihre Weiterentwicklung und hält damit die Lehre lebendig. Der jüdische Hang zur Diskussion liegt im Talmud begründet. Er birgt eine Streitkultur, die sehr stark ist. Er erkennt, es gibt nicht die eine Wahrheit und wir wissen nicht genau, was Gott von uns erwartet. Deshalb ist es wichtig, darüber zu diskutieren, was Gott von uns verlangt. Verschiedene Positionen können gleichwertig sein. Der Talmud folgt ihren Argumenten, als wären sie gleichwertig. Und auch wenn am Ende des Talmud manchmal Entscheidungen gefällt werden, sind die Argumente, mit denen der Talmud beginnt, sehr oft dieselben wie die, mit denen er endet. Nur, dass wir jetzt verstehen, warum jede Meinung eine gute Meinung ist. Wie die Tora und die Mishnah fördert der Talmud den Zusammenhalt des verstreuten Volkes. Ende des 6. Jahrhunderts betritt eine neue religiöse Macht die Bühne der Welt.